herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hofbergmann mit dem Tigerfarm. Hallo. So, ich bin noch ein bisschen am Ansehen. Der Tiger steht beim Händler. Glaube ich, oder? Nein. Der hat gerade schon mal das Schweinefutter noch verkauft. Apropos Schweinefutter, es steht immer, glaube ich, noch ein Big Pack rum, oder? Ja. Wäre auch nochmal ein bisschen Kapital. Aber ist egal, wir können uns den Düngestreuer kaufen, ne? Dünge und Kalkstreuer. Und zwar den dicken, also den größten, den es gibt. Dann kaufe ich ihn jetzt. Jo. Mit Maximum Aufbau, gell? Ja, ich habe alles Maximum. Okay. Dann kaufe ich nämlich jetzt hier gleich mit Kalk. Kannst du dann Feld 2 noch kalken? Ja, kann man. Auch wenn ausgesät ist? Jo. Okay, das wäre perfekt, dann haben wir dann nämlich keinen Minus. Ich glaube, das gibt dann so sonst, bei Kalk gibt es nur Plus, wenn es dann okay gekalkt wird. Ja, ist trotzdem gut. Mehr Ertrag, mehr Diesel, mehr Gewinn, mehr Schweinefutter, mehr Gewinn. Mhm. Was mir jetzt gerade noch einfällt, Feldspritze haben wir eine in Besitz, gell? Ich schaue. Ich schaue auch. Nein. Okay, das brauchen wir auch noch für Unkraut. Oh, das hat sogar für den ganzen Anhänger gereicht. Nice. 40.000 Liter. Ja, das ist zu empfehlen. Das war, dass da auf einer, wenn möglich, bei der Kalkstation kauft, weil da ist der Preis deutlich günstiger. Wir haben für jetzt 40 Tonnen noch nicht mal 10.000 bezahlt. Noch nicht mal, vielleicht ein bisschen über 7, aber mehr nicht. Ja. Ja, es war ein bisschen mehr. Aber trotzdem. Totale Schnäppsche. Wenn man mal guckt, auch diese LSFM geht weg. Warte. Kalt. Nischfutter. Kalt kosten 450 pro 2000. Also 800. Ja, dann wäre es aber knapp geworden. 8000. Bisschen mehr als 8000 hätte es dann gekostet. Ne, 9000. 40, ja, wir hatten knapp 10. Knapp, also 9.800 oder sowas. Nee, 11.000 irgendwas. Ist ja nee, wurscht. 9.000 irgendwas. An Geld? Ja, an Geld. Ah, stimmt, ja. Ich war auf dem alten Stand nach dem Silo-Hopper-Verkauf. Ah. Da haben sie recht, Herr Tigerfarm. Mhm. Leute, Like, Abo und Kommentar nicht vergessen. Einfach unten mal drauf drücken, wenn euch gefällt, was ihr seht. Wenn nicht, dann schreibt bitte einen Kommentar, was gefällt euch nicht. Und nicht einfach hier Dislike. Ey, Dislike! Weil ich probiere ja schon, mich auch zu verbessern. Das, kommst du noch voran oder geht's? Nein. Der tuckert hier hoch. Der Tiktoker schafft es einfach nicht. Der hat ein bisschen Problems. Nicht nur ein bisschen den viele vielleicht. Kalksteuer hast du jetzt noch am Händler stehen, oder? Ja, ich kann nicht vorne dran hängen. Das geht nicht. Doch, sorry. Das geht. Aber wow, weißt du, wie man da kurbeln muss? Damit über so eine lange Strecke. Nee, den kann ich gleich holen. Bin gleich durch hier. Oh, jetzt fährt er wieder Vollgeschwindigkeit. Ja, pass auf, der schiebt bald der Anhänger. Bergab. Passt schon. Ja, wir haben das ja Autolof verwendet, dann kann ich das ja auch. Ich kipp's auf den Hof, auf die Mitte. Oder guck mal, ob's in so einen Trichter reinkriegst. Fahr mal weiter und dann gegenüber auf der rechten Seite. Mhm. Vielleicht geht es mit dem Anhänger da rein. Mhm. Oje, der schiebt. Oje. Ich sagte doch, der schiebt. Der schiebt aber ganz schön hart. So, wir haben auch noch eine Mission offen, gell? Ja. Okay, hat alles funktioniert. Oh, ein bisschen knapp. Oh, Alter. Alter Schwede. Hui. Also, es ist da.
40 Tonnen Kalk sind ein bisschen schwer, merke ich gerade. So, dann fahre ich kurz den Düngestreuer holen. Nö, kriegt man nicht hin. Schade. Oder du kippst hinten in so ein Fahrsilo rein. Geht, glaub ich nicht. Am Hof. Guck mal, ob es geht. Wenn nicht, hätten wir oben bei den Silos auch noch mal so andere Bunker. Da geht's auf jeden Fall rein. Ah ja. Hm. So Erdfrüchte-Bunker. Oh, wir haben sogar noch einen Kalt-Big Bag hier. Ja, ist gut. Sollte jetzt eigentlich schon im Drescher sitzen, aber nein. Ja. Die Bunker-Silo kann ich nicht abrücken. Okay, dann kipp's hinten bei den Silos rein. Okay. Ich hol gerade den den Kalkstreuer. Mhm. Dann fahr ich halt den Kalk aufs Feld. Du drückst dich wieder davor. Hä? Ich drück mich davor! Ich dachte, du haust den Kalkstreuer voll und fährst damit zum Feld. Nee. Schade. Das geht nicht, von Anhänger zu Dings geht das nicht. Was? Ja, wenn man von Anhänger zum Düngerschreiber laden will, das geht nicht. Ich habe gerade überlegt, ob ich mir noch. Ich glaube, dafür haben wir kein Geld. Was? Oh, doch. Hä, wo kommt jetzt schon wieder Geld her? Gerade hatten wir 1000 irgendwas. Ich habe gerade überlegt, ob ich noch ein. Ob wir noch ein bisschen Geld haben für einen Dings da. Gewicht. Ja, Dings da ist gut. Ja. Gewicht hatte ich jetzt auch gedacht, dass das willst. Ich kaufe mal das 1800er John Deere. Ja, kauf mal dein John Deere Gewicht. Es wäre nur doof, wenn wir davon schon eins hätten. Nee, aber wir haben noch ein SM 2400. Genau. Ich liebe den Johnny hier. Ja. Ich hasse den Johnny. Ja, hat er das Gewicht jetzt aufgenommen oder nicht? Ah, ja. Nein. Doch, war nur ein bisschen zu klein. Hab's nicht gesehen. Ja. Warte, ich fahr das Förderband dann noch schnell hin. Jo. Kannst ja auch an den Gato dranhängen. Das kann 43 fahren, das Ding. Wo ist so schnell? Ja. Aber ich habe mich ja gerade irgendwie festgefahren. Ah, jetzt. So. Dann geht's los. Ist richtig geil, dass es 43 hat. Der ist schon praktisch. Und dass es nicht nur so mit 10 km/h dahin zuckelt. Nur 5. Fährt das Standardteil nur 5? Ja. Alter, krank. Ist ja übermorgen noch nicht dort. Mhm. Ich bin jetzt vielleicht eine halbe Minute oder vielleicht mal eine Minute da. So, Butter ist die große Frage. Wie funktioniert die Buttermischanlage? Bitte mal wirklich unten in die Kommentare ballern, wenn ihr irgendwelche Tipps habt. Wir kriegen die Butter da nicht raus. Ah, warte mal, aber ich hatte noch eine Idee letztes Mal. Fahr mal ein bisschen rein mit dem Teil. Ja, cool. Voll durch die, Abdeckung. Kann ich das vielleicht umsetzen? Bin schon da. Ja, genau die Idee hatte ich. Welche? Hier, überladen. Rutsch mal rein in das Teil. Warte. Ja. Wir hatten das hier eingeparkt. Oder wir müssen die von LSFM-Modin nehmen. Kann sein. Och, was soll denn das? Was kannst du eigentlich? In echt? Ja. Und hier. Geht nicht. Hä? Okay.
Vielleicht wenn man in das Ding einsteigt. Kannst du mal einsteigen? Warte. Ich war doch da eben schon drin. Oh. Ja, ich will mal angucken. Steig du mal in den Gator bitte ein. Hä? Ah. Alter, ich komme da nicht rein. Ja, danke. Jetzt fahr mal her. Geht nicht. Vielleicht steht die falsch rum und die muss andersrum stehen. Wo ist der Gabelstapler? Bei den Schafen. Oh Gott. Naja. Ich wollte eigentlich dreschen, aber nein. Ja, mach, dresch du mal. Bitte schreib mal unten rein, wie wir da die Butter rauskriegen. Das ist ein bisschen besser, wie wenn wir da jetzt noch 2 Stunden rumprobieren und es dann trotzdem nicht passt. Ich gar nicht. Das war ich nicht. Nö, waren deine Hände. damit wir einfach wissen, wie das geht. Weil sonst. Ich wollte gerade schon sagen, fährst aber arg nah am Zaun entlang. Das ist alles gewollt. So, ich will auch hier Kalk streuen. Schaffst du das überhaupt? Geht so. Warum steht hier ein Schild? Ganz ehrlich. Wer hat das dahin gebaut? Damit du dich ärgerst. Ich weiß aber nicht. Hat das was zu bedeuten? Nein. Also ein Schild hat meistens schon was zu bedeuten, aber. Ja, ich meine. Dass du weißt, warum das so ist. Hat das was zu bedeuten? Nein. Nein? Schwörst du? Ich brauche nicht schwören. Weil du nicht glaubst, oder was? Nee, weil das so ein neumodischer Scheiß ist und jeder sagt, boah, Alter, ich schwöre. und dann interessiert es ihn trotzdem nicht. Schraublage an oder aus? An. Dann können wir testen, ob wir das Stroh kriegen. Okay. Dieses neumodische Ich schwöre hat nämlich nichts mehr mit Ehre zu tun. Und wenn man schwört man eigentlich auf was. Zum einen einen Glauben oder auf ein Wesen. Whatever, was Gott halt sein soll. Aber dieses Neumodische hat nichts mit Ehre oder sonst irgendwas zu tun. Zumindest bei den meisten nicht. Es hat ja nichts mit Ehre zu tun. Es hat ja mit Schwören. Aus meiner Sicht, dass du das da nicht aufgestellt hast. Auf meiner Sicht hat es schon was mit Ehre zu tun, weil wenn ich auf in dem Sinne Gott schwöre, dann tue ich das nicht einfach leichtfertig. Ehre und Schwören ist was komplett anderes. Ja, schon, aber es hängt zusammen, für mich zumindest. Nö. Wenn ich auf meine Mutter schwöre oder whatever, dann ehre ich die Person trotzdem. Wenn sie mir scheißegal ist, dann kann ich darauf schwören und es dann auch wieder brechen. Verstehst du, wie ich meine? Nö. Du willst es nicht verstehen. Immer diese Altmodischen. Ja. Sorry. Da kommst du auch irgendwann mal hin. Hast aber noch ein paar Jährchen Zeit. Ich weiß, weil ich Ferien habe. Paar Jährchen Zeit? Was hat das mit Ferien zu tun? Ja, paar Jährchen Ferien ist doch cool. Hä? Ist doch gut. Kann man verstehen, muss man nicht. Du bist einer, der versteht es nicht. Richtig. Ja. Was mich hier so ein bisschen manchmal stört, ist immer, dass ich das Grasblatt fahre. Aber es ist halt realistisch. Was auf vielen anderen Maps nicht ist. Aber das ist durch Giants geschuldet. Seit dem Patch 1.3 ist es nicht mehr so. Bei den anderen?
bei anderen Maps überall. Okay. Oder häufig. Aber das ist ein scheiß Problem, das ist seit Patch 1.3. Aber warum kriegt's der hier auf der Hof Bergmann hin? Weil das, glaube ich, vor dem Patch 1.3 entwickelt wurde oder angefangen wurde. Ja, wir spielen ja auf 1.3. Das heißt, der Motor ist einfach besser als Giants 1.3 LS. Nein, wir spielen auf dem Patch 1.4.1. Und ja. Die Modder, also Andy, hat hier angefangen zu modden, bevor der Patch 1.3 rauskam. Ja. Und vor dem Patch 1.3 konnte man das Gras auch auf einer Standard-Plattform fahren. Jetzt geht das halt nicht mehr überall. Und das ist halt daran geschuldet, dass es auf manchen Maps geht, als sie halt vor Patch 1.3 angefangen haben. Okay. Logisch? Logisch. Na, meinetwegen. So, liebe Freunde. Das war's auch mal wieder. Das war's von dieser Folge Hof Bergmann. Warum ist das Gewicht unten? Wow. Aber wow. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Am besten alles. Bisschen kalt und schaut verschwenden. Und schaut um 16 Uhr beim RP-Projekt rein. Real Farming meets Reality. Was? Real Farming meets? Reality. LS19 meets Reality. Ach, jo. Ach so, so war das. Tu das. Also, bis morgen. Haut rein. Macht's gut. Ciao.